2016 stieg die Anzahl an Straftaten gegen die persönliche Freiheit in Duisburg auf über 1700 an. Bei ihrem Einsatz auf einem Supermarktparkplatz müssen Polizeioberkommissar Toni González und Polizeikommissarin Melina Hoffmann das Verschwinden eines Mädchens aufklären. Hallo, hallo! Hallo, Sie bleiben jetzt mal hier. Sie bleiben jetzt mal hier. Hallo, hallo, was ist denn Die Polizisten ermitteln, dass der Stiefvater versuchte, den Wagen der jungen Frau zu klauen. Damit wollte er umgehend die Verfolgung seines gestohlenen Fahrzeugs aufnehmen, denn darin saß die Tochter seiner Lebensgefährtin. Ja, unser blauer Fiesta ist... Da saß ein Mann mit Glatze am Steuer. Ich habe den nicht so richtig erkannt. Sie bleiben und wie lange ist das her? Das ist der leibliche Vater von dem. Zehn Minuten. Die Mutter des Kindes war natürlich sehr auffordernd uns gegenüber, weil sie natürlich möglichst schnell ihr Kind wiederhaben möchte. Und durch diese Auflösung in ihr, also die persönliche Auflösung, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Jetzt erklären Sie mir das mal ganz ruhig. Sie waren einkaufen? Wir waren einkaufen, genau. Und dann bin ich mit dem Kind hier zum Fiesta gegangen, zu unserem Auto. Sie hat aus dem Geschäft noch was geholt. Ja. Ich habe das Kind ins Auto gesetzt, wollte da schon drin sitzen. Und ich habe den Einkaufswagen Und der gemacht. Schlüssel steckte auch dann? Sie hat den Schlüssel in der Hand gehabt. Ja, dann komme ich zurück. Geben Sie einmal dem Kollegen ein paar Informationen, damit wir direkt eine Funkfahndung ausgeben. So, also ein Kind, wir fassen zusammen, ein Kind ist weg, das ist Ihr leibliches Kind. Ja, mein Kind. Ich bin der Stiefvater. Das Auto? Okay. Sie sind, nein. Okay, wie heißt das Kind? Lea Dengler. Dengler. Sie ist wie alt? 5 Jahre alt. 5 Jahre. 5 Jahre, wie sieht das Kind aus? Ich habe ein Foto. Sie hat ein Foto im Handy. Was haben Sie für ein Kennzeichen? Wir kommen gleich zu Ihnen, Duisburg, DO, BW 304. Alles klar, wir kümmern uns. Duisburg, BW 304. Ja, richtig. Nochmal bitte. Duisburg, DO, BW 304. Ja, das ist mein blauer Ford Fiesta. Der ist okay, wem gehört das Auto? Mir gehört das Auto, das ist mein Auto. Auf Sie zugelassen? Ja, richtig. Okay, das... Matthöfer, Amelie Matthöfer. Was hatte sie an? Das, genau das. Was hat sie von einem Mann gesagt? Da war ein Mann dabei? Ja, das ging so schnell. Ich habe den nicht richtig erkannt, sicher, aber der hatte auf jeden Fall eine Glatze und sah fast so aus wie ihr Ex-Mann. Wie der leibliche Vater. Der Kindesvater. Ja. Haben Sie den vorher schon gesehen hier? War der vorher? Nein. Aber das Sorgerecht ist geteilt. Okay, wie heißt der? Ja, der heißt Holger. Denken wir, wie meine Tochter mit Nachnamen. Toni González leitet über Funk umgehend eine Fahndung ein. Während die Suche nach dem verdächtigen Vater, dem Mädchen und auch dem gestohlenen Fahrzeug auf Hochtouren anläuft, versucht er noch weitere Details zum Diebstahl zu ermitteln. So, jetzt einmal kurz zu Ihnen. Ja, Sie haben das gesamt, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er jetzt versucht, mit Ihrem Wagen wegzufahren. Ja. Ne? Wurden Sie irgendwie verletzt? Wurde irgendwas beschädigt? Alles in Ordnung. Okay, können wir einmal Ihre Personalien kurz haben? Wir übergeben jetzt die beiden Geschädigten an die Kriminalpolizei, dass schnell noch mal mehr Informationen kommen. Und parallel, was noch wichtig ist, wird noch an der Anschrift von dem Kindsvater ermittelt, weil es wäre nicht abwegig, dass er jetzt erstmal nach Hause fährt. Sie sind nicht verletzt, okay? Nein, ist alles in Ordnung. Okay, ich bin gerade nur ein bisschen unter Schock, aber ich... Okay, brauchen Sie irgendwie Hilfe, unseren Rettungswagen alles oder so? Weil dann würden wir jetzt schnell zur Wache fahren. Und alles ist eine Anzeige? Das kann ich Ihnen gleich nicht sagen, aber das ist jetzt nicht die Priorität. Wir müssen uns um Ihre Tochter oder Ihre Stieftochter kümmern. So, dann setzen Sie sich mal hinten rein, schnallen Sie sich an und dann fahren wir direkt zur Wache. Wie gesagt, die Fahndung läuft. Die Kollegen der Polizisten haben den tatverdächtigen leiblichen Vater nicht an seiner Wohnadresse angetroffen. Während nach dem Mann weiter gefahndet wird, erhalten die Kriminalhauptkommissare Norbert Meinert und Klaus Schäfer Informationen über die Familienverhältnisse. Was mich noch interessiert, in der Zwischenzeit ist was passiert? Nachdem Sie das gemeldet haben, haben Sie einen Anruf bekommen oder ist irgendjemand an Sie herangetreten mit einer Lösegeldforderung oder Ähnlichem? Nein, wir sind ja jetzt direkt hier hingefahren. Die Polizei kam ja vor. Ich wollte mir ein anderes Auto schnappen. Warum wir denken, dass das mein Ex-Mann sein kann, ist, er hat kein gutes Verhältnis zu mir und der Tochter in der letzten Zeit gehabt. Und es war so, dass er in Urlaub fahren wollte mit der Kleinen alleine. Ja, hat er Sorgerecht? Ja, teils, aber er darf nicht mit dem Kind ins Ausland fahren. Also das muss mit uns abgesprochen werden. Alles und klar. Es war so, dass er unbedingt den versäumten Geburtstag nachholen wollte und wollte sie überraschen mit einem Urlaub. Und jetzt ist natürlich mir direkt in den Sinn gekommen, nicht, dass er das wirklich ist und hat sie einfach mitgenommen, um mit ihr dann in diesen Urlaub zu fahren, weil wir haben es eben verboten. Wir haben gesagt, nein, du fährst mit ihr nicht weg, das machen wir nicht. Aber was mich dann stutzig macht, warum nimmt er denn mein Auto? Genau. Die Kommissare erfahren, dass der verdächtige Vater kein Fahrzeug besitzt. Noch während sie diese Informationen einordnen, gibt es einen ersten Ermittlungserfolg zu verzeichnen. Habt ihr gerade
haben den Täter angetroffen. Ehrlich? Ja, am Bahnhof mit einem Koffer. Ist die Lea dabei? Der ist schon auf dem Weg hier hinein, ohne die Lea. Ist das Holger? Also ist das mein Ex-Mann? Ja. Am Bahnhof? Der ist jetzt auf dem Weg. Ja. Ich hab doch gewusst, dass der ist. Der ist auf dem Weg hierher, das ist ganz, 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 also bevor, aber das Kind ist nicht dabei. Bevor wir uns reinsteigern, was reinsteigern, ganz ruhig bleiben. Die Eltern erfahren, wenn wir so eine Maßnahme dann auch einleiten, so viel wie nötig natürlich. Wir wollen ja auch trotzdem immer im Dialog bleiben mit den Eltern. Aber was natürlich im Hintergrund alles an Maßnahmen hochgefahren wird, das kriegen die im Einzelnen auch gar nicht mit, das müssen sie auch nicht mitkriegen. Und es ist auch nicht unbedingt immer hilfreich, wenn sie bei jeder Sache irgendwie auf den läufigsten Stand gebracht werden. Er ist auf dem Weg. Wir werden sehen, wir werden was ihn dran gleich ist. Dazu befragen. Wir werden ihn uns gleich in die Mangel nehmen. Da können Sie sich Gift drauf nehmen. Meine Frage ist jetzt nur, wo ist Lea? Weil er ist anscheinend. Das interessiert uns auch am meisten. Da können Sie sich auch sicher sein. Wir haben schon alle möglichen Maßnahmen eingeleitet. Also die Fahndungsmaßnahmen sind alle raus. Der Vater des Mädchens beteuert, mit der Entführung nichts zu tun zu haben. Aufgrund seines merkwürdigen Verhaltens zweifeln die Polizisten seine Aussage an. Um die Wahrheit zu ermitteln, erhöhen sie den Druck. Und das Kind wurde vom Parkplatz samt Auto ist verschwunden. Ja, da habe ich aber nichts mit zu tun. Wissen Sie, was mich jetzt stutzig macht? Ja. Dass Ihnen das scheißegal ist, dass Ihre Tochter verschwunden ist scheinbar. Scheißegal. Sie wollen sich doch Ihren Arsch retten gerade. Wissen Sie, das verstehe ich nicht. Scheißegal ist mir da nicht. Wo ist normalerweise müssen Sie doch jetzt verrückt werden fast von Not. Das wissen wir auch nicht. Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Wo ist denn das Kind? Ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Was haben Sie am Bahnhof gemacht? Warum habe ich was ich am Bahnhof gemacht? So, jetzt gucken wir erst mal an, was hier los ist. Der Vater, der wirkte relativ teilnahmslos. Ich war regelrecht erschrocken. Ich habe ihn dann auch mal ein bisschen versucht, aus der Reserve zu locken. War gar nicht möglich. Ich habe gedacht, wenn mein Kind jetzt entführt worden wäre, da wäre ich ja sonst wo, also emotional. Und bei ihm war das gar nicht zu sehen. Und? Wollen verreisen oder wollen nicht verreisen? Oder haben Sie den Koffer bei der Mission abgegeben? Ich habe mich im Moment ein bisschen wenig um meine Tochter gekümmert. Ja. Und so weiter. Und ich habe den Geburtstag vergessen. Die Kriminalisten erfahren, dass der Vater seine Tochter wegen des vergessenen Geburtstages entschädigen wollte. Doch zu der Reise in einen französischen Freizeitpark ist es nie gekommen. Es sind hier zwei Tickets für einen französischen Freizeitpark. Ja. Wie erklären Sie das denn jetzt? Zwei Tickets? Für eine Person? Ich hatte das vorher schon besorgt und dann hatte mir ja die Amelie und hier die und der Karl mir das verboten. Dann wollte ich die im Internet verkaufen, aber die habe ich gar nicht losgekriegt. Da habe ich gesagt, dann fahre ich einfach mit dem Zug dahin und verkaufe die dann vor Ort, die zweite Karte. Fertig. Aha. Die Beamten stufen die Aussage des Vaters als glaubwürdig ein und vermuten daher, dass er unschuldig ist. Unterdessen erhalten sie ein am Tatort sichergestelltes Indiz, das die Ermittlungen weit voranbringen wird. Das hat eine Zeugin gesehen vom Supermarkt, die beobachtet hat, wie jemand dieses praktisch gekauft hat, ausgepackt hat und dann zu dem Auto, das verschwunden ist, gegangen ist und es irgendwie weggeschmissen hat. So, aber mehr nicht, mehr also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da eingestiegen ist, sondern ins eine, Auto. Eine Person. Eine Person. Aber konntest du auch nicht beschreiben, großartig, nur von hinten gesehen. Keine Ahnung, hat sich auch nicht gemerkt. Hat nicht auffällig war nur, dass es einfach so weggefenstert wurde. Haben wir die Zeugen noch da? Weil die müssen wir vielleicht noch mal befragen. Ich wollte aber später noch befragen, ja. Im Moment nicht. Aber ich versuche mal einfach die Nummer anzurufen. Ist das ein Prepaid-Handy, oder? Ja, ja. Die Idee von Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert erweist sich als richtig. Denn nur wenig später erhalten die Ermittler einen ersten Hinweis auf den Verbleib des Kindes. Schönen guten Tag, wer ist dort? Ja, hier ist Ewald Friedsche. Ewald Friedsche? Du bist das, bist du, oder? Pass mal auf. Hallo. Ja, hallo. Ewald Friedsche ist Ihr Name? Ja, Ewald Friedsche ist mein Name. Friedsche. Ich bin von der Kriminalpolizei in Duisburg. Sie waren am Supermarkt und haben Handytasche einfach weggeworfen, richtig? Wo sind denn Sie? Wo sind Sie denn gerade? Ich bin hier am See mit meiner Tochter Lisa. Mit Ihrer Tochter? Lea. Mit meiner Tochter Lisa. Lea? Wie heißt die? Lisa. Lea, sagt sie. Dieses Mädchen, er hat zu ihr gesagt, Lisa, mach mal das und das. Und sie hat gesagt, heißt nicht Lisa, ich sage Lea. Aha, Lea, das ist doch unsere Vermisste, die heißt auch Lea. Und da sind natürlich alle Alarmanlagen sofort angegangen. Die würde ich gerne mal sprechen, die Lea. Ja, Moment, dann
Ja? Hallo? Hallo? Nee, ich möchte aber vorher noch die Tochter, die Enkelin sprechen. Die Lea. Sag mal, ist. Hat er aufgelegt? Ruf nochmal an. Ist er denn total durch, oder was? Ich geh mal eben gucken, wer das ist. Die Personenstandsabfrage liefert Klaus Schäfer schnell neue Erkenntnisse über den Entführer. Diese überraschenden Informationen lenken die Ermittlungen schon bald in die entscheidende Richtung. Der ist gemeldet. Im Altenheim zur Sonne. Ja. Ruf ich jetzt mal an. Da ist er gemeldet. Da ist er gemeldet, ja. Ja, im Pflegeheim in Duisburg-Nord. Ja, hier spricht die Kripo Duisburg. Klaus Schäfer ist mein Name. Wir haben hier einen Herrn, der ist ein bisschen verwirrt. Ein Ewald Rietsche. Ist der bei Ihnen wohnhaft? Ist er bei Ihnen wohnhaft? Ja, der wohnt bei uns hier. Der starke Mensch ist gerade bei Ihnen. Wir suchen den schon. Ja, das Altenheim habe ich dann sofort angerufen. Mir wurde bestätigt, dass die Beschreibung auf diesen älteren Herrn mit unserem Täter irgendwo noch passt. Ja, er ist abgängig, ist dement, orientierungslos. Ja, man hat schon eine richterliche Anordnung für ihn erwirkt, dass er einen GPS-Sender bekommt, weil er eben so häufig wegläuft, damit man ihn schnell einfangen kann. Zurzeit ist bei denen aber eine Störung in der Anlage, sodass sie uns den Link für den GPS-Sender zugeschickt haben. Vielen Dank. Die Polizisten können auf den GPS-Sender zugreifen. Noch während sie ihre Kollegen über den Stand des Falles in Kenntnis setzen, erfahren sie den Aufenthaltsort des Entführers. Schnell ist klar, das Kind schwebt in ernster Gefahr. Der ist jetzt gerade an einem See. In der Nähe von der Parkplatz. Ja! Der ist gerade aktuell dort. Wir müssen hin. Gut, machst du die Fahndung? Ja. Wir spielen es auf unseren Handy über. Auf geht's, alles los geht's. Ja. So, bis dann. Bei dem Einsatzort handelt es sich um einen Badesee im Duisburger Westen. Noch auf der Fahrt ermitteln die Kripo-Kommissare, dass der Verdächtige den GPS-Sender eigentlich in seinen Schuhen trägt. Doch schon beim Eintreffen auf dem Parkplatz wird deutlich, im Moment befindet sich das Gerät nicht an seinem Körper. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Ich dachte, was ist das denn? Wo ist denn der andere Schuh? Weiß ich nicht. Wo ist denn der andere Schuh? Guck mal, tatsächlich, das blinkt, das Teil. Oh, guck dir das mal an hier. Hier drin. Ja, auch? Der auch, auch. Beides blinken schon. Hier ist das Signal wahrscheinlich drin. Ja, Signal ist in den Schuhen drin. Scheiße. Der hat sich ausgezogen. Alles klar, kommt. Danke. Ich geh mal gucken, ja? Ihr wollt ja baden gehen oder sowas, ne? Ja, wollt ihr schwimmen, dem Kind Schwimmen beibringen. Scheiße. Willst du was sehen? Nee. Nichts zu sehen? Nee. Gibt's doch eine zweite, sag mal, da steht eine Hütte. Lass uns mal rüber zur Hütte gehen. Guck mal, was da ist. Hey! Hey! Hallo? 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 Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Hey! Guck das Mädchen an, da vorne ist... Schau dir meine Waffe! Ich war für 14:31. Hinter dem Wasser, Kollegin Brock ist gerade. Geht's? Ist ansprechbar. Ja. In unserer polizeilichen Ausbildung werden wir natürlich auf solche Fälle vorbereitet, gerade Menschen aus dem Wasser zu retten. Aber da es sich hier um ein Kind handelt, da überlegt man nicht lange und springt einfach rein. Geht so, das gut? Ja. Noch während das befreite Mädchen von den Sanitätern erst versorgt wird, vernehmen die Kripo-Kommissare ihren dementen Entführer. Mit viel Fingerspitzengefühl entlocken sie ihm dabei, dass er das Kind für seine Tochter hielt und was er mit ihr vorhatte. Herr Rischke. Ja, das war nicht Ihre Tochter. Das war meine Tochter? Nein, das war nicht Ihre Tochter. Das könnte die heißt Lea. Enkelin sein, aber, ja? aber die heißt Lea. Und die wird von ihrer Mutter vermisst und von ihrem Vater. Wo sind Sie denn eingestiegen in dem Auto? Das Auto haben Sie doch auch gefahren oben. Ja, ich wollte ja mit ihr schwimmen gehen und dann wollte man Eis essen gehen. Und heute Abend fahre ich zu meiner Frau zum Abend. Was haben Sie denn für ein Auto? Das war so ein blauer. Ein blauer? Herr Rischke, Ihre Frau lebt nicht mehr. Sie sind im Altenheim. Ach so. Ach, das war komisch. Ich würde mal sagen, Sie kommen jetzt mit uns und wir bringen Sie wieder zurück ins Altenheim. Ist das okay? Okay. Ja? Ja, dann stehen Sie mal auf. Kommen Sie mal hoch. Wir helfen Ihnen. Okay. Kommen Sie hoch. Also bei Demenzkranken ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die sind noch aggressiv.
Das liegt aber auch daran, dass die eventuell noch ein bisschen vom Leben mitbekommen und sich dagegen wehren. Die anderen leben in einer wirklichen Scheinwelt, die keiner mehr versteht. Und im Grunde genommen, sie wissen auch gerade noch, wo sie sind, dass sie was zu essen kriegen. Aber alle anderen Dinge sind um sie herum weg. Ganz alte Sachen, von ganz früher, was im Krieg passiert ist oder was sie vor 70 Jahren erlebt haben, das ist up to date. Geht? Jana kennt keinen Schmerz. Oh. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter können die Kripo-Kommissare das kleine Mädchen befragen. Im Beisein seiner inzwischen eingetroffenen Eltern erlangen sie Kenntnis über den Tathergang und das Verhalten des Täters. Geht's dir gut? Ja. Hat der Opa dir irgendwas angetan sonst? Mhm. Nö. Hat dich einfach mitgenommen im Auto und ist her zum See gefahren, ne? Ja. Mehr war nicht. Und dann wollte er, dass du schwimmst, oder was hat er gemacht? Ja, er wollte, dass ich schwimme. Und was noch? Hat er noch irgendwas gesagt oder dir was zu essen gegeben? Oder? Nein. Nö. So, aber sonst war er nicht böse weiter. Mhm. Ja? Cool, hast uns weitergeholfen. Danke. Ja, alles klar. War lieb zu ihr, ja. Ja. Was denn passiert? Wahrscheinlich hat er aus Versehen das Auto genommen. Es ist ein dementer alter Herr. Die Bestrafung eines Täters setzt immer eine Schuldfähigkeit voraus. Und die Schuldfähigkeit ist hier einfach nicht gegeben, weil er einfach nicht Herr seiner geistigen Sinne und seines Gedanken ist. Und deswegen kann man ihn auch nicht schuldig sprechen. Okay? War der nette Mann. Was tapfer. Alles klar. Ja. Dann bin ich auch froh, dass das gut ausgegangen ist. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, alles Gute für Sie. Ne? Ihnen auch. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Gut. Wir fahren in die Klinik. Dann fahren wir jetzt los. Ja, das war jetzt aber in letzter Sekunde, ne? Oh. Ja, also die Schwimmübungen hätten auch anders ausgehen können, wenn wir nicht da gewesen wären. Also wenn wir das Signal gekriegt hätten, wäre das richtig Mist gewesen. Aufgrund seiner Demenz ist der Täter nicht schuldfähig. Das Mädchen hat sich von der Entführung gut erholt und wird keine Folgeschäden davontragen.